Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit einem weiteren Tabak von Master Uras Lee, und zwar den Master Uras Lee Lemon Blue. Ihr habt den Schnitt vorhin gesehen, der war relativ durchwachsen, sehr feucht, so wie man es, also was heißt sehr feucht, aber schon recht feucht, wie man es vom Uras auch gewöhnt ist. Und ja, kommen wir gleich mal zum Geruch. Ja, der haut mich jetzt nicht so vom Hocker, Uras, muss ich sagen. Der ist so ein, ja, ein bisschen lasch, finde ich. Man riecht so ein bisschen Zitrone. Ein bisschen was Bäriges im Hintergrund. Und ich meine noch ein bisschen vom Crystal Gum raus zu riechen. Ich weiß es jetzt nicht, ich kenne die Mischung nicht. Dann wollen wir doch mal gucken, wie er raucht. Setup habt ihr vorhin gesehen, kleiner ägyptischer Kopf. Heute habe ich mal eine Havanna-Alufolie genommen. Das hat aber keinen besonderen Grund, die hatte ich gerade mal so zur Hand. Und da habe ich gedacht, nimmst du mal die. Hab ein paar kleine Kohlestückchen drauf. Und ja, vier kleine Kohlestückchen. Und habe den Tabak jetzt mal etwas stehen lassen. Und so ungefähr ein, zwei Minuten jetzt, so lange wie ich hier rede, kurz bevor ich die Kamera angemacht habe, habe ich die Kohle drauf gemacht. Und ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Rauchen, zum Geschmack. Der erste Zug. Rauch ist okay, denke ich mal. Das wird noch ein bisschen mehr im Verlauf des Anrauchens. War vielleicht ein bisschen ungenau eben mit den paar kleinen Kohlenstücken. Es sind vier Viertel Coco Bricos drauf. Ja, Rauch geht in Ordnung. Vom Geschmack her. Ist er sehr zitronig, sehr sauer zitronig. Also ich merke so das Bittersaure auf der Zunge. Es ist so für mich eine Mischung aus Zitrone und Grapefruit. Ich weiß nicht, ob er Grapefruit da rein hat. Wenn er einen Zitronentabak genommen hat, weiß ich auch nicht welchen, aber es ist ein sehr guter. Erinnert mich irgendwie so an den Geschmack von Zitronenschalen. Dazu gesellt sich so eine leichte Frische, die ich denke, die von einem Gum-Tabak kommt, der auch so eine, naja, so eine frische Würze, würde ich eher sagen. Und und so eine ganz leichte bärige Note im Hintergrund. Ja.
ist ein sehr spritziger, erfrischender Sommertabak meiner Meinung nach. Gefällt mir sehr gut. Wobei, Uhas, da könnte ein bisschen mehr, ich weiß jetzt nicht, was du dir bei der Mischung gedacht hast, aber für meinen Geschmack könnte ein bisschen mehr Beere drin sein. Ansonsten ist der Tabak wirklich gelungen, schmeckt mir sehr gut. Davon musst du mir noch mal ein Köpfchen machen, wenn wir wieder mal bei dir sind. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße auch an den Kaschmir Hans. Das war übrigens der Kopf, von dem ich dir erzählt habe, in dem ich gern deinen Kräutermix rauche, den ich mir nachgemischt habe. Und da habe ich das Gefühl, das schmeckt da noch ein bisschen besser drin als in anderen Köpfen. Okay, das war's von mir. Ein sehr guter Tabak. Wenn ihr mal beim Uhas seid, probiert ihn, fragt ihn mal nach dieser Mischung, nach dem Lemon Blue. Wenn ihr wirklich auf so eine schöne, säuerliche, zitronenschalenartige Zitrone steht, ist der wie für euch gemacht. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Gabor.